Ich denke mal, mit Weitläufer kann man auch nicht so viel falsch machen. Okay, Weitläufer. Weitläuferfähigkeiten, verwundeter Schuss. Weitläuferfähigkeiten konzentrieren sich darauf, dem Weitläufer zusätzliche Offensivfähigkeiten zu verleihen, seinen tierischen Gefährten stärker zu machen oder die Verbindung zwischen dem Weitläufer und seinem tierischen Gefährten zu festigen. Verwundender Schuss. So wie er auch bei fliehender Beute macht, zielt der Jäger auf einen Punkt, der den Fortschritt des Feindes bremst, das Ziel behindert und ihm Wundzeitschaden zufügt. Zweimal pro Begegnung einsetzbar wahrscheinlich. Geschwindigkeit Durchschnitt, Reichweite 6 Meter. Unterbrechung 0,5 Sekunden. Zielt humpelt für 10 Sekunden gegen Tapferkeit. Nutzer Primärangriff plus einmal verursachter Zeitschaden. Also das wird wahrscheinlich der Schaden mit gemeint sein. Markierte Beute. Bestimmt ein einzelnes Ziel als Beute, wodurch der Weitläufer und sein tierischer Gefährte einen Bonus auf Schaden gegen das Ziel erhalten. Das klingt irgendwie besser. Finde ich. Ja, ich nehme das da, markierte Beute. So, Gefährte. Da kommt eigentlich für mich nur ein Wolf in Frage oder ein Bär. Weil ganz ehrlich, Antilope. Antilopengefährten besitzen. Also da steht überall dasselbe unten. Alle Weitläufer bauen eine starke spirituelle Verbindung zu einem einzigen Lebewesen auf ihrem tierischen Gefährten. Diese Verbindung ermöglicht es Weitläufern und ihren Gefährten Angriffe zu koordinieren und Beute effizient zu erlegen. In den meisten Situationen hält der Gefährte dem Weitläufer den Rücken frei, während dieser aus der Ferne angreift. Antilope. Besitzt von Natur aus überlegenere Verteidigung, Abwehr, Tapferkeit, bla, okay. Bären. Bären haben eine ungewöhnlich hohe Schadensreduktion, was ihnen außergewöhnlichen Schutz gegen alle Schadensarten verleiht. Klingt auch gut. Keiler. Keilergefährten richten mehr Schaden an, wenn ihre Ausdauer auf unter 50% fällt. Toll. Löwengefährten besitzen die Fähigkeit, Feinde mit einem mächtigen Brüllen zu schocken. Ja, Hirsch. Hirsche können einen Nahkampfangriff aktivieren, der allen Feinden in einem kleinen Gebiet um das Hauptziel herum Schaden zufügt. Also ein Geweihrundumschlag. Wolfsgefährten richten hohen Schaden an und können Absetzangriffen leichter ausweichen. Oh, gibt es Gelegenheitsangriffe, wenn man aus seinem Kampf abhauen will? Ich glaube, ich nehme den Wolf. Wolf oder Bär? Richtig viel einstecken oder mehr Schaden machen? Ne, ich nehme den B. Oh, ich kann dem sogar einen Namen geben. X. Okay. Doch, ich glaube. Bär oder Wolf? Bär oder Wolf? Ich würde sagen, ich nehme den Wolf. Großer Bär. Bär ist nämlich auch so klischeehaft, finde ich, bei Zwergen. Ne, ich mag Wölfe lieber. Und wie nenne ich dich? Ach, ganz klassisch, Fenris. Genau. Attribute. Erstmal Gewandtheit, lieber einen Punkt höher, dass alles auf 10 ist. Okay. Macht repräsentiert die körperliche und geistige Stärke eines Charakters, seine hohe Gewalt sowie seine Fähigkeit, mächtige Magie zu kanalisieren. Während der Interaktion kann sie zur Einschüchterung für Akte brutaler Gewalt hilfreich sein. Im Kampf wirkt sie sich auf Schaden und Heilung aus, sowie auf die Tapferkeit Verteidigung. Verfassung ist eine Kombination aus der Gesamtgesundheit und der Ausdauer eines Charakters. Auch wenn sie bei der Interaktion kaum genutzt wird, wird sie manchmal überprüft, um Schmerz standzuhalten oder körperlich anstrengende Prüfungen auszuhalten. Im Kampf wirkt sie sich auf die maximale Gesundheit und Ausdauer aus und trägt zur Tapferkeit Verteidigung bei. Gewandtheit.
Gewandtheit ist eine Abstraktion der Koordination von Hand und Auge, der Balance und der gesamten Anmut eines Charakters. Bei Interaktion kann sie für Fingerfertigkeiten und schnelle Reaktion genutzt werden. Im Kampf wirkt sie sich auf die Aktionsgeschwindigkeit des Charakters bei allen Angriffen, Zaubern und Fähigkeiten aus und trägt zur reflexe Verteidigung bei. Wahrnehmung. Wahrnehmung repräsentiert die Sinne eines Charakters sowie dessen instinktive Fähigkeiten, Details anzugreifen. Bei Interaktion kann sie dazu benutzt werden, jemanden beim Lügen zu ertappen und einen aufmerksamen Kommentar über seine Entscheidung abzugeben. Oder etwas zu bemerken, was sich im Hintergrund abspielt. Im Kampf trägt sie zu den Abwehr- und Reflexeverteidigungen bei und gewährt einen Bonus auf Unterbrechung. Intelligenz repräsentiert die Logik und die Argumentationsfähigkeit des Charakters. Bei Interpretation kann er für Schlussfolgerungen, plötzliche Erkenntnisse und Problemlösungen hilfreich sein. Im Kampf trägt er zur Willen Verteidigung bei und beeinflusst die Dauer und die Wirkungsbereich von allen Fähigkeiten und Talenten. Entschlossenheit. Entschlossenheit spiegelt den inneren Antrieb, die Bestimmtheit, die Furchtlosigkeit und die emotionale Intensität eines Charakters wider. Sie kann für Einschüchterung, Führung und überzeugende Auftritte nützlich sein. Im Kampf hilft sie Charakteren, ihre Konzentration beizubehalten und trägt ihren Willen und Abwehrverteidigung bei. Entschlossenheit, also Konzentration, Abwehr, Wille. Das ist eigentlich auch nicht unwichtig. Ganz ehrlich, ich will da noch eine Kleinigkeit machen. Ich will mir mal kurz den Paladin und den Kämpfer weiter ansehen. Paladinorden. Okay. Gucken wir mal kurz, was für Boni gesehen. Gern gesehene Gesinnung, grausam, aggressiv. Ungern gesehene Gesinnung, keine. Moment, da unten steht immer dasselbe, nehme ich mal an. Hoch, hoch, Durchschnitt, sehr hoch. Hoch, hoch, Durchschnitt, sehr hoch, Athletik, Wissen. Athletik, Wissen. Gesinnung, leidenschaftlich schlau, ungern gesehene Gesinnungen. Goldpaktritter. Gern gesehene Gesinnung, stoisch, rational. Wohltätig, leidenschaftlich. Und ehrlich diplomatisch. Gucken wir mal, wohltätig. Haben die da auch verschiedene Fähigkeiten hier? Nein. Okay, also einmal haben sie Hand auflegen. Lediglich durch seinen Glauben angetrieben ist der Paladin in der Lage, mit den Bemühungen seine Hände zu heilen. Wobei er eine erhebliche Menge an Ausdauer des Paladins und seines Verbündeten Reichweite regeneriert. Einmal pro Begegnung. Oh, klingt toll. Ach, das regeneriert. Ausdauer. Trifft direkt seine Ausdauer und Gesundheit. Achso, Ausdauer ist die... Ausdauer ist die... Gesundheit? Und was ist Gesundheit dann? Absorbiert wird, trifft direkt seine Gesundheit und Ausdauer. Wird entweder verstümmelt oder getötet. Ein verstümmelter Charakter, dessen Gesundheit auf Null wird immer getötet. Ah ja, okay, also das sind die... Ist die Gesundheit für einen Kampf und das ist die Gesundheit für Gesamtzahl. Okay, übel. Also bringt Hand auflegen nur was. Gläubige und Überziehung. Naja, und flammende Hingabe. Beschwört das innere Feuer eines Paladins herauf, wodurch seine ausgerüstete Waffe in Flammen aufgeht und er 100% mehr Verbindungsschaden beim nächsten Angriff zufügt. Voller Angriff plus 50% Schaden als Brennen. Okay. Kämpfer. Niederschlag. Stößt einen Feind mit enormer Kraft und zwingt ihn nieder. Fügt dem Niederschlag-Effekt zu, wobei jedoch nur wenig Schaden verursacht wird.
Diszipliniertes Bombardement. Der Kämpfer konzentriert sich intensiv auf seine Ausbildung, wodurch seine Genauigkeit für eine kurze Zeit deutlich erhöht wird. Du hast 10 Genauigkeit für 15 Sekunden. Und du machst Schubsen, Niederschlagen, bla. Und das ist eine konstante Erholung. Vom Kampf berauscht regeneriert der Kämpfer fortwährend Ausdauer. Nein, ich denke, ich bleibe beim Waldläufer. Markierte Beute. Wolf. Fenris. Attribute. Wird zum Glück alles gespeichert. Okay, ich nehme mal an, Verfassung sollte ich mindestens auf 14 tun. Genauso wie Gewandtheit und Wahrnehmung. Die sind wahrscheinlich alle drei wichtig. Verfassung macht Ausdauer und Gesundheit um 12% hoch und die Tapferkeit um 8. Schaden, Heilung, Gewandtheit, Aktionsgeschwindigkeit und Reflexe. Da bräuchte ich eigentlich auch Macht, Entschlossenheit, macht Konzentration, Abwehr und Wille höher. Dann gehen wir mal eins in Konzentration, weil Intelligenz brauche ich nicht so wirklich, aber Macht für mehr Schaden. Bin mal gespannt, wie das nachher ist mit den Attributspunkten bei Level Up. Ob man da mit jedem Level Up eins welche kriegt oder nur alle 4 Level, wie es in Baldur's Gate ist. Entschuldigung, Baldur's Gate ist es sowieso nur am Anfang Punkte vergeben und das war's dann. Neverwinter Nights meinte ich. Okay, lassen wir die Attribute mal in guter Hoffnung so. Das klingt immer auch am besten. Wie Gesundheit, Gewandtheit. Wahrnehmung weiter. Kultur. Edir, Todesfeuer, Archipel. Iximalti-Ebenen. Alt-Vailia, Rutail. Das Land der Lebenden, das ewige Weiß. Also Rutail haben schon mal eine dicke Armbrust. Edir, das Reich der Edir ist derzeit die größte und stärkste Kraft in diesem Teil der Welt. Es ist um den Äquator herum zentriert und hat ein tropisches Klima. Obgleich das Reich in Kolonien und unzähligen Gegenden der Welt hat, bildet große Edir seinen Kern und beherbergt die Mehrzahl seiner Menschen- und Elfennationen. Nö. Cool auch, dass sie immer anders aussehen. Todesfeuer setzt sich zusammen aus der Nation von Nasitak, Dutzende von Mauersiedlungen, Hunderte von gesetzlosen, piratenverseuchten Inseln. Nicht wirklich. Nordöstlich von Eyrglanfad liegt die Iximalti-Ebene. Eine weite ausgedehnte Fläche fruchtbarer Savannen, die extensiv von Menschen und orleanischen Einwohnern bewirtschaftet wird. Auch nicht so wirklich. Alt-Vailia, einst das Kronjuwel der südlichen See, ist Alt-Vailia nun das Reich der zerbröckelte Rest eines Reiches von sich bekriegenden Händlernationen. Während man unter ihnen viele Menschen und Zwerge findet, bilden die Länder in Alt-Vailia noch immer Streitmächte, mit denen man rechnen muss. Und sie sind stolz auf ihr reiches kulturelles Erbe. Intelligenz nicht wirklich. Verfassung. Verfassung, klingt am besten. Und ich kriege eine Armbrust für den Anfang, was so besser klingt. Und eine coole Rüstung. Das Land der Lebenden ist ein bergiges Gebirge auf einer riesigen nördlichen Insel, welches bekannt für seine Pflanzen- und Tiervielfalt ist. Sein Wetter ist unberechenbar und sein Ökosystem variiert von Tal zu Tal drastisch. Das Land der Lebenden ist die Heimat für eine Vielzahl kolonialer und unabhängiger Siedlungen. Beherrscht von der Mauernation von Rautai ist der Golf selbst Heimat einer Vielzahl von Nationen. Die meisten von ihnen sind Aumauer, Orlaner und Zwerge. Auch wenn diese Länder relativ jung sind, so zählen sie hierzu einige der modernsten kolonialen Siedlungen im Osten. Der Golf ist für jene ein Land voller Reichtümer und Ressourcen, die sie an sich nehmen können, wenn oftmals heftige Stürme auf die gesamte Küste schlagen.
Klingt gut. Und das ewige Weiß. Und da sehen wir ein bisschen zerfällig aus. Als große gerissene Fläche Polareis ist das ewige Weiß Heimat der Bleichelfen und kleineren Kolonien von kühnen Entdeckern, Ausgestoßenen und Abenteurern. Obwohl es dort praktisch kein Pflanzenleben gibt, ist es die Heimat vieler Arten gefährlicher Tiere, die sich von der See ernähren und auf sich gegenseitig Jagd machen, um zu überleben. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht, aber. Nö, doch, das klingt eigentlich am besten. Von der Beschreibung her und Wahrnehmung brauchen wir sowieso. Ich singe auf dem Weg zu Gamefessen. Oder das Land der Lebenden, das gibt Macht. Und da sehe ich auch nicht ganz so wild aus. Obwohl wild passt zu. Ja, wild passt eigentlich genau zu ihm. Hintergrund Jäger. Also wir haben Aristokrat, du hast dein Leben mit dem Adel verbracht, deine Tage wurden durch verschwenderische Mahlzeiten und extravagante Feiern geprägt. Deine Unterhaltung war mit Diskussionen über Herkunft und Stammbäume gespickt. Nö. Das ewige Weiß Erforscher. Für dich ist der Ruf der Ferne unwiderstehlich. Du kannst nicht anders, als dich laufend zu fragen, was wohl hinter dem nächsten Hügel oder der nächsten Welle liegen mag. Und du hast dein Leben so darauf ausgerichtet, dass du es herausfindest. Arbeiter. Du hast dein Leben mit dem Studium deines Handwerks verbracht. Also, was macht der Forscher? Wissen über Leben verbracht. Du hast trainiert und dich vorbereitet. Ich fange nochmal von vorne an. Du hast dein Leben mit dem Studium deines Handwerks verbracht. Du hast trainiert und dich vorbereitet in der Hoffnung, deine Fähigkeiten zu verfeinern und deinem Gewerbe nachgehen zu können. Athletik, Mechanik, Mystiker. Du warst niemals in der Lage, dir zu erklären, wie das Universum deinen Weg leitet. Hinter jeder unternommenen Aufgabe steckt ein Gefühl von kosmischer Führung. Nein. Landstreicher. Du passt niemals ganz dazu, egal wo du hingehst. Jede neue Stadt ist nur ein Platz für einen kurzen Rast, bevor du zur nächsten weiterziehst. Du fühlst dich wohler, wenn du auf der Straße bist und die Welt bereist. Das klingt passend. Du lebst für den Nervenkitzel der Jagd, auf jeden Fall. Ob für Ruhm oder für den Lebensunterhalt, du lebst vom Erlegen wilder Kreaturen, Heimlichkeit, Überleben, Kaufmann. Du hast mit den Gütern aus aller Welt gehandelt, Gegenstände mit Käufern aller Art verkuppelt. Nö, bleiben wir bei Jäger. Weiter, Erscheinungsbild. Das ist typisch Baldur's Gate-mäßig. Primär, sekundär. Nehmen wir was Graues für ihn. Haarfarbe. Sollte eigentlich. Nein, dunkel. Haut. Bleich. Nö. Dunkel auch nicht, das ist mir zu gelblich. Also bleich sieht gut aus, passt zu ihm, passt auch zu der Begebenheit. Gesichtsbehaarung. Gehen wir mal von 1 durch. Keine. Bäh. Obwohl, gucken wir uns erstmal die Köpfe an. Kopf, Kopf. Der sieht am besten aus. So, Gesichtsbehaarung. Nö, nö. Zu chinesisch. Zu Mafia. Nein. Nö. Besser. Voller. Noch besser. Nö. Und da sind wir wieder am Anfang. Ich würde sagen, die Gesichtsbehaarung und jetzt noch die Haare. So, einmal zurück auf die 1. Glatze natürlich. Nein, keine Rasterlocken. Nein. Nee. Nein. Auch nicht. Nein. Das würde passen. Nein. Das war das, was wir von Anfang an hatten. Das würde auch gehen. Das sieht ein bisschen freaky aus, muss ich sagen. Nee. Ach du meine Güte, nein. Ich sagte keine Rasterlocken. Ah, das sieht gut aus.
Und den Irokesen, der darf natürlich nicht fehlen. Aber das hier sieht okay aus. Ja, weiter. Porträt, oh ja. Okay, natürlich ganz durchgemischt. Wir müssen uns jetzt aussuchen. 11, 11, 11. Die merkt ihr was? Es sind dreimal dieselbe 11, nur in unterschiedlichen Farbschemen. Nein, nein, nein. Das passt alles nicht. Du bist ein Mensch, du bist auch einer. Ihr seid alle zu menschlich. Du bist versteckt, du auch. Nein, nein, Mensch, Mensch, Magier. Ohrmännchen. Komische Typen. Mensch. Weiblich, 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 weiblich. Das sind übrigens sehr schöne weibliche Porträts dabei, muss ich sagen. Außer das hier vielleicht. Okay, das ist nur mit unterschiedlicher Frisur. Solche Halbgötter, die sieht böse aus. Ja, weiblich, weiblich. Also viel Auswahl haben wir nicht. Wir haben zwei Zwerge, den hier und ihn hier. Rotmähne oder der Schwarze? Der sieht besser, passt besser zu ihm. Okay, wir haben Erscheinung. Stimme fehlt noch. Ja. Now I am the leader of the group, keeping an eye out. Yes. Okay, die Sprachausgabe ist in Englisch, ist okay. Now I am leader of the group. Mal sehen, streitlustig. Quickly and quietly. Follow me. Keeping quiet. Yeah. Follow me. Attack! The better part of valor. Nee, das passt nicht. Mystiker passt wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich nehme Stoiker. So. Jetzt fehlt nur noch der Name. Und ich weiß, welcher Name gut zu ihm passt. Oh, ich habe ein R vergessen. Hagrim. Nee, das R ist unnötig. Der heißt Hagrim. Nein, Hagrim. So. Eine Anlehnung an meinen Lieblingscharakter aus Drakensang vor Grimm. Ist das hier jetzt Hagrim, mein grimmiger Zwergenjäger? So sieht er jedenfalls aus. Okay, erledigt. Und wir sehen mal ganz kurz ins Spiel. Neue Quest, Goldtal. Wow, und die Grafik sieht schon mal sehr gut aus. Karawanenmeister Odema. Der Karawanenmeister schließt seine Ansprache vor der Gruppe ab, worauf sein buschiger roter Schnurrbart und seine Hängewagen wie zur Bekräftigung erbeben. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Alle bleiben nah beim Wagen, kapiert, bleibt aus den Wäldern raus und solltet ihr einen Spaziergang durch die Ruinen darum planen, so werden euch die Biester holen. Er liegt in Richtung einer bedrohlich wirkenden schwarzen Masse am Berghang. Whole area is crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Ich glaube, ich lese nicht nochmal vor. Ich hoffe mal, die englische Synchro ist gut. Oder nee, doch, ich mach's mal. Die ganze Gegend wimmelt nur so von diesen Hüttenbewohnern, die euch für euer unbefugtes Betreten nur so gerne mit ihrer Axt begrüßen würden. Achtet also darauf, dass ihr auf ihrem verdammten heiligen Felsen keine Schlammspuren hinterlasst. Tonight everybody stays put, and in the morning we'll get the path clear. Gilded Veils less than a day out. Heute Nacht bleiben alle zusammen und am Morgen werden wir den Weg frei machen. Goldtal ist weniger als eine Tagesreise entfernt, verstanden? Schließlich wendet sich der Karawanenmeister zu dir und schätzt dich Stirnrunzeln von oben bis unten ab. Touch of the rumbling rock could be. There's a stinging beetle around here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course, which case you'll be dead in a day. Könnte ein Hauch von Grollfäule sein. Hier in der Gegend gibt es einen Stechkäfer, der das überträgt. Sobald das durch deine Eingeweide durch ist, würde es dir wieder besser gehen.
Es sei denn, du trinkst kein Wasser, denn dann wirst du in einem Tag tot sein. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Hierzulande wächst eine kleine rosa Beere, die man Frühlingsbeere nennt. Ungefähr so groß wie ein Fingernagel. Wenn man sie isst, kriegt man höllische Magenkrämpfe. Aber die Grenzbewohner machen einen Tee daraus, der die Eingeweide beruhigt. Also eigentlich den Darm ist wohl damit gemeint. Sollte dich über die Nacht bringen. Du solltest dich mal umsehen, ob du welche finden kannst. Währenddessen schauen wir mal, ob wir nicht ein bisschen Wasser für dich auftreiben können. I know you want to hunt before it gets much darker. But see about refilling our water first. Got a sick one here. Ordena schaut über seine Schulter zu seinem Assistenten, einem kernigen Mann namens Sparfell, der einen alten sonnengebleichten Bogen trägt. Ich weiß, dass du vor Einbruch der Dunkelheit jagen möchtest, aber kümmere dich trotzdem zuerst um die Aufführung unserer Wasservorräte. Hier ist jemand krank, er nickt in deine Richtung. Sparfell nickt und lässt den abgenutzten Bogen über seine Schulter gleiten. Wo finde ich diese Beeren? They grow on a bush that's common round here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Also schon mal schön, dass es so viele Gesprächsmöglichkeiten gibt. Sie wachsen auf Büschen, die hier ziemlich gewöhnlich sind. Sie sehen ziemlich komisch aus. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich glaube nicht, dass du dich weit von der Straße entfernen musst, um fündig zu werden. Was sind das für Ruinen? Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay, if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Nichts, was es nicht auf der Hälfte aller Hügel in Eier Glonfoth zu sehen gibt. Wenn es dir nichts ausmacht, dir hier und da einen Pfeil anzufangen, kannst du ihren Schnickstart in Trutzbuch zu Geld machen. Sie haben sie zwar nicht gebaut, aber wenn sie nicht wie eine Bärenmutter darauf aufpassen, bin ich das Bildnis. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pawn, so I hear. Die Ruinen hier hintergegen sind natürlich schon zigmal geplündert worden. Darin gibt es nichts weiter, was auch nur einen halben Pfand wert wäre. Zwingend fügt hinzu, habe ich zumindest gehört. Und wer hat die Ruinen erbaut? Got different names for them. Settlers called them Inguithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Odema zuckt mit den Achseln, gibt verschiedene Namen für sie. Die Siedler nennen sie Engvitaner. Niemand, denen sie so gut gefielen, dass sie etwas gegen ihren Verfall taten, so viel steht fest. Ist es gefährlich da draußen? Ich werde dich beeilen. Und auch nicht, wenn das Wetter hält. In seiner Stimme klingt Besorgnis mit, aber er geht nicht weiter darauf ein. Wie ist das Wetter hier draußen? This time of year, rain mostly, and wind. Zu dieser Jahreszeit. Zu dieser Jahreszeit. Born out of the ether, the spirit's path. Never seen it myself, never care to. Okay, ich muss aufpassen, der redet mit Unterbrechung. Zu dieser Jahreszeit hauptsächlich Regen und Wind. Von Zeit zu Zeit gibt es hier draußen aber noch eine andere Art von Wind. Die Einheimischen nennen ihn Biawak, geboren aus dem Äther, dem Weg der Geister. Selbst habe ich ihn nicht erlebt und da kann ich auch drauf verzichten. Was sind denn das für riesige Felsen, die aus dem Boden ragen, die da? They don't got Adra, where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Odema runzelt die Stirn. Gibt es kein Adra, wo du herkommst? Naja, Adra wächst jedenfalls einfach so aus dem Boden. Es reicht sehr tief und schlägt Wurzeln wie die Bäume. Wenn man den Geschichten glauben will, dann reichen manche von ihnen bis ins Herz der Welt. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. Es ist mehr eine Hülle als ein richtiger Fels, leichter zu bearbeiten, wenn man ein Steinmetz ist. Adra hat alle möglichen Eigenschaften und scheint eine Art Eigenleben zu haben. Wenn man ihn ausriebt, stirbt er und verliert seinen Glanz.
Die Leute glauben, dass er früher wahrscheinlich noch gewachsen ist, heutzutage aber nicht mehr. The Soul Butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. Die Seelenmetzger in Trutzbucht, interessanter Name, also Seelenmetzger, setzt ihn auch für andere Dinge ein. Wie ich gehört habe, kann Adra die Seele eines Mannes aufnehmen, aber das muss ich nicht unbedingt sehen. Ich habe schon genug, um dass ich mir Sorgen mache, dann muss ich sowas nicht auch noch sehen. Okay, weggehen. Dann werde ich mal diese Bären suchen. Hold on. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Moment, nimm dir jemanden mit. Ich weiß ja, dass du kein hilfloser Grünling bist wie die meisten anderen, aber sollte es dich erwischen, will ich nicht, dass nicht nach der Leiche suchen müssen. Schließlich habe ich einen Terminplan einzuhalten. Er schaut über die Reisenden und lässt seinen Blick dann länger auf einer robusten, gepanzerten Frau ruhen, die während der Reise die Nächte auf unebenem Boden ohne Decke oder Kissen verbracht hat. Kalisha! Kalisha! Kalisha, Kalisha. Die Frau schaut in aller Sinnruhe zu dir hoch. Er muss ein paar Frühlingsbeeren finden. Sieh zu, dass er nicht tot umfällt. No promises. Okay, sie hat ein Porträt, also ist sie schon mal wichtig. Keine Versprechen, sagt. What kind of guide says something like that? Welche Art von Begleiterin sagt denn sowas? Kind you can afford. Eine, die du dir leisten kannst? Okay. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Odema kichert und schüttelt seinen Kopf. Er sieht dich an. Hör nicht auf sie, du bist in guten Händen. Er wirft dir einen Seitenblick zu. Und überhaupt, ich zahle viel zu gut. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beowick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Und Demas leichtes Grinsen zieht sich unter seinem Schnurrbart zurück und er wird abermals streng. Fort mit dir. Hiodin sollte Vorräte haben, sieh zu, dass er dich ausrüstet, bevor du losziehst. Wir befinden uns in einem rauen Land. Hol dir deine Bären und komm schnell wieder zurück. Und wenn auch nur das Geringste sein sollte, lässt du alles fallen und nimmst die Beine unter den Arm. Irgendwas liegt heute Nacht in der Luft. Sollte es ein Biawak sein, werden wir Unterschlupf in den Ruinen suchen. Ich scheiß auf die Hüttenbewohner. You heard the man. Let's get going before you keel over. Okay. Das hier gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Option Spielstand speichern. Okay, automatisch gespeichert hat er schon mal. Konnte ich dem Spielstand keinen Namen geben? Ne, ich kann ihn nur überschreiben. Feldlager Hagrim, okay. Nö. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt erst einmal einen Cut und dann starten wir das nächste Mal gleich ins Spiel. Gucken uns hier alles in Ruhe an. Also, bis gleich.